Ahoi Kapitän und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warships. Diesmal in der Nelson, dem britischen Schlachtschiff auf Tier 7 im Standardmodus gefahren. Die Nelson, hier ist sie. Ja, gewöhnungsbedürftige Turmanordnung. Alle drei Türme vorne. Wer sich anschauen will, wie ich sie ausgestattet habe, bitte wie immer einfach auf die Pause-Taste klicken. Ist so eine Sache mit der Nelson. Ich habe da einen 19er Kapitän drauf. Der hat eigentlich auch alles, was er braucht. Tja, und nun wollen wir doch mal schauen. Ein 5er-7er Match. Das ist natürlich ein Traum. Top-Tier. Gegen eine Ranger, Lyon, Nagato, Normandy, Iron Duke, Oktoberrevolution und Atlanta, Shoshi, Graf Spee, Furutaka und noch zwei Didis. Ne, ja, das ist so, gut. Wollen wir mal schauen. Also, Standardmatch. Ganz klar, hier geht es darum, die eigene Basis zu verteidigen oder die gegnerische Basis zu erobern oder alle Schiffe zu versenken, die gegen einen fahren. Also, was man hier nicht vergessen darf, ist einfach, dass auch ein Team, das mit 8 Schiffen noch unterwegs ist, dieses Spiel verlieren kann. Selbst wenn die anderen eben nur noch zu zweit sind oder möglicherweise alleine. Also, man darf das mit der Basis nicht vergessen. Natürlich muss man sehen, dass man auch ein bisschen Druck nach vorne macht. Nur hinten rumstehen und auf den anderen warten, auf den Gegner. Das macht wenig Sinn, weil es nicht passieren wird in der Regel. Also man muss denen schon ein bisschen entgegenkommen. Aber wie gesagt, immer so ein bisschen den Blick auf die eigene Basis haben, dass man im Notfall auch einfach mal sagt, ich fahre zurück. Ja, aber natürlich fahren wir jetzt erstmal hier ein bisschen weiter nach vorne. Unsere Budioni und Mozuki, die können beide eine Schlachtschiffunterstützung gut gebrauchen. Die Ryuho spottet da vorne schon, das ist natürlich ein Traum. Und ja, nun warten wir mal, was da kommt. Hier kommt die Ranger. Da werden wir dann logischerweise gleich den Flugabwehrsektor verstärken. Aber der fliegt auch schon wieder weg. So, Iron Duke und Oktoberrevolution. Alles noch weit weg. 18,2 Kilometer kommen wir. Das ist nicht gerade wenig, aber tja, dafür ist es dann eben zu wenig. Die Atlanta, na, du willst dich doch bestimmt da hinter die Insel stellen, oder? Alles andere macht ja wenig Sinn. Also halten wir gleich mal dahin. Mal sehen, HE ist drin. HE tut bei der Nelson auch richtig weh. Wow, alles vorbei? Wow, Atlanta! Ja, wer kann auch damit rechnen, dass die Atlanta im Vollgasmodus durchfährt? Und vor uns hier ist die Fubuki, okay. Also das ist jetzt sehr spannend. Er hat da eine Insel, wo er sich hinterstellen kann und fährt ins freie Wasser. Naja, gut. So, Fubuki, da schießen wir nochmal hinterher. Auch wenn der jetzt gerade ausgegangen ist. Und dann lade ich natürlich jetzt mal um auf AP. Oh ja, Brand und ein Ausfall. Was sagt der Damage Counter? Damage Counter tickt. Ja, sehr schön. Können wir der Fubuki vielleicht ein bisschen wehtun? So, da kommen auch schon Torps. Und die Atlanta kommt tatsächlich da raus. Der fährt hier im freien Wasser. Scheint nicht unbedingt der erfahrenste Atlanta-Spieler zu sein. Mal gucken, was er zu der AP-Salve so sagt. Na? Jo, da geht's mal einer auf die Zita, 12.000. Und jetzt weiß er, was er davon hat, wenn er im freien Wasser unterwegs ist. Und die Atlanta ist jetzt hier in einem Flugzeugträgerspiel natürlich Ziel Nummer 1. Weil wer mal CV gefahren ist, der weiß, eine Atlanta ist echt eklig. Vor allen Dingen, wenn ich im 6er unterwegs bin. Die Atlanta schießt mir alles runter. Also versuche ich jetzt hier als Schlachtschiff meinen CV zu unterstützen, dass der die anderen Schlachtschiffe da anfliegen kann. Oh, 1200. Ja, indem ich dann dafür sorge, dass diese Atlanta nicht mehr im Spiel ist. Oder mit dafür sorge. Ist ja egal, wer die rausschießt, nur sie muss raus. Ah, da ist die Fubuki, deswegen bin ich auch schon wieder abgedreht. Muss nicht unbedingt in die Torps der Fubuki fahren. So, der Atlanta wedelt da hin und her. Ich schieße jetzt mal mit HE hinterher.
Und einen Brand kann ich bei der Nelson problemlos löschen. Nicht löschen. Ja, da gibt es nochmal einen Ausfall. Na, Schaden wäre mir lieber gewesen. Denn die Nelson hat einen echten Heal. Also das ist schon extrem, was man da wieder herstellen kann. Deswegen kann man sich damit auch ein bisschen Zeit nehmen. Muss das nicht sofort machen. So. Ich bleibe an dieser Atlanta dran. Auch wenn ich natürlich jetzt deutlich mehr Schaden machen könnte. Oh, die laufen aus. Sehr schön. Wenn ich auf Schlachtschiffe schieße. Aber wie schon gesagt... Och nein. Alles links und rechts. Danke für die Streuung. Also auch wenn ich jetzt auf Schlachtschiffe jetzt dreimal schon geschossen hätte, hätte ich logischerweise mehr Schaden gemacht. Aber es geht mir darum, diese Atlanta rauszunehmen. So, dann werden wir doch den Heal mal anschmeißen. Und man sieht einfach, wo man da tatsächlich gegenheilen kann und was man alles wiederherstellen kann. So, und da haben wir die Atlanta. Und jetzt hat es unser Flugzeugträger deutlich leichter. Deutlich leichter. Och, Oktoberrevolution hat auch ordentlich gefressen. Iron Duke kommt da auch. Okay. So, und die Oktoberrevolution schießt hier weiter munter HE. Ja. Wollen wir mal gucken, ob wir den nicht nochmal anstecken können. Oh, da ist er wirklich stehen geblieben. Aber wir haben ja noch den dritten Turm. Jetzt gibt er nämlich wieder Gas. So, und jetzt, tja, haben wir hier die Iron Duke vor der Nase. Da lade ich logischerweise gleich um auf AP. Oktoberrevolution hat den Brand gleich gelöscht. So, jetzt haben wir hier auch zwei Brände. Aber solange ich da auf diese Iron Duke zufahre, Oktoberrevolution ist raus. Aber unsere, die andere auch. Ja, wir haben zwei verloren, die haben drei verloren. So, Iron Duke dreht jetzt hier ein bisschen auf mich ein. Kriegt natürlich trotzdem die AP-Salve. Jo, das waren dann mal knapp 12.000. Dann kommen die Tors von der Mutsuki. Und jetzt gibt's die Iron Duke nicht mehr. So, und dann drücken wir nochmal wieder weiter hier nach vorne. So, jetzt kann man auch sehen, was der Heal noch bringen würde. Würden wir jetzt heilen? Also, dann haben wir drei Viertel des Schiffes wieder. Aber so ist es einfach erstmal ein Reload-Booster. Wer Adrenalinrausch geskillt hat, muss nicht immer sofort hochheilen, sondern kann dann auch sagen, okay, so kann ich schneller nachladen. So, jetzt bin ich aber die ganze Zeit entdeckt. Also mit anderen Worten, Fubuki ist da, denn die Furutaka war es nicht. Aber jetzt ist sie wieder da. Dann können wir dem natürlich auch gleich mal eine kleine Ladung AP entgegenschießen. Tja, und auch da geht es mal einen auf die Zita. 13.000. Furutaka halbiert. Und jetzt heilen wir auch gegen. Denn einen Brand will ich natürlich nicht löschen. Kann ich jetzt auch gar nicht löschen. Aber ich will natürlich auch nicht komplett mein Schiff jetzt runterbrennen lassen. So. Und jetzt heißt es hier so ein bisschen hin und her wedeln. Denn diese Fubuki, der ist natürlich auch noch irgendwo gewesen. Furutaka, ja, 6-7. Furutaka hat auch Torps. 10 Kilometer, da muss man dann auch schon wieder ein bisschen aufpassen. Wenn der so von einem wegfährt und man den verfolgt, dann hat man schnell die 10 Kilometer eingeholt. So, jetzt kommt der CV hier auch noch von der Seite. Okay, also gleich wieder Priorisierung ein und auf die Torps eindrehen. So, da kommen wir doch gut durch, oder? Jo, das passt. So, Furutaka, 2000 und ein Geschütz. Oh, jetzt haben wir unsere Duke verloren, unsere Miyoko verloren. Jetzt haben wir auch schon vier verloren. Also, beide haben jetzt vier Schiffe verloren. Und es sind nur 10 Punkte, die uns trennen. Ja, und ich wedel hier ein bisschen hin und her, damit eben... Ach, da hinten laufen die Torps von der Furutaka. Nein, damit mich diese Fubuki hier möglichst nicht kriegt. Und jetzt Furutaka. Jo, jetzt haben wir sie. Wunderbar. So, dann kann ich mich jetzt ja auch ein bisschen mehr auf diese Fubuki konzentrieren. Nagato ist weit weg. Die Ranger fliegt mich hier wieder an. Oder wo willst du hin?
So, Blick auf die Minimap. Tja, unsere König und unsere Dunkirk, die sind so ein bisschen hinten dran. Unsere Emerald ist raus. 7 gegen 7. Ja, natürlich fliegt mich die Ranger an, ist auch klar. So, das Problem ist jetzt nur, dass mich natürlich die ganze Zeit auch, ja, da ist die Fubuki. Ich wollte sagen, dass mich die Fubuki jetzt natürlich die ganze Zeit sieht. So. Jo, das waren mal 6000 und jetzt hat er nicht mehr viel. Und jetzt drehe ich natürlich sofort ein, denn ich gehe davon aus, dass seine Torps jetzt auch gleich kommen werden. So, na, da kommen sie doch schon. Da müssten wir rauskommen. Oh, der zweite Satz. Den einen, den muss ich mitnehmen. Das geht nicht anders. Ja, das tut natürlich auch gleich weh. 12.000. So, ich lade jetzt natürlich um auf HE. Schmeiß auch meinen letzten Heal nochmal an. Wir haben jetzt unsere Helena verloren. Die anderen haben die Graf Spee verloren. 6 gegen 6. Alles eng zusammen. Immer noch 10 Punkte auseinander. Und was man immer wieder sieht, ist, dass Schlachtschiffe, wenn sie dann jetzt einen DD vor sich haben, abhauen. Und das tue ich nicht. Ich mache jetzt Druck auf diese Fubuki. Ich weiß, dass der so gut wie gar nichts mehr hat. Aber natürlich tun seine Torps jetzt immer noch genauso weh, wie als wenn der Full HP ist. Und dass mich jetzt der CV hier spottet, gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Ich hatte gedacht, ich könnte mich hier so ein bisschen ranschleichen. Naja, gut, jetzt muss ich halt damit leben, dass er mich einmal kurz gesehen hat. So, unser Team erobert die Basis. Na ihr Lieben, wenn das mal gut geht. So, Fubuki, wo bist du? Ah, sein Nebel baut sich ab. Das heißt also, gleich werde ich die Fubuki wohl sehen. Da ist sie. So, und Fubuki, volle Salve. Jo, das war's. 536 hatte er noch. Gleich wieder drauf eindrehen. Oh, die Torps, die gehen aber ganz woanders hin. Die gehen scheinbar auf die König. Tja, der König macht in der Tat hier so ein bisschen Kaffeefahrt. Dunkirk weiß ich auch nicht so wirklich, wo der hin will, aber wie auch immer. Wir sind 6, die anderen sind 5. Wir cappen, aber ich glaube nicht, dass das mit dem Cappen gut geht. Die haben ihren CV noch im Spiel, da ist die Nagato, da ist die Lyon, da ist die Normandie. Also drei Schlachtschiffe können die Basis verteidigen. Unsere Budioni wird das nicht überleben. Eine Budioni ist ein tolles Schiff, aber gegen drei Schlachtschiffe und ein CV, das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen fahre ich auch schon so ein bisschen mehr in Richtung unserer eigenen Basis. Denn da oben ist ja diese Podwojski auf der Karte noch zu erkennen. Und wenn die jetzt, ja, und da ist es schon passiert, eigene Basis wird erobert. Also wo sollte der auch sonst groß hin? Macht für ihn überhaupt keinen Sinn, woanders hinzufahren, als zu unserer Basis und ebenfalls zu versuchen zu cappen. Ja, da ist eine Lyon, da ist eine Nagato. Das ist mir jetzt im Moment egal. Und auch wenn mir die gleich in die Seite schießen, ist mir das auch egal. So, unser CV hat das Ping verstanden und spottet die Podwojski. So, und jetzt kann ich da vielleicht auch nochmal drauf absetzen. Auch wenn das Inselsymbol da ist. Ich fahre natürlich jetzt so ein bisschen angewinkelt von den Schlachtschiffen weg. Joach, einmal die Basis verteidigt. Aber muss natürlich auch sehen, dass ich da wieder zurückdrehe. Also jetzt so, diese Position gefällt mir natürlich nicht so wirklich. Das kann jetzt auch echt wehtun, wenn die mir da in die Seite hauen. Ah, boah, das war ja überschaubar. So, da ist die Podwojski. Ja, und der ist da aus seinem Nebel rausgerutscht, würde ich sagen. Mal gucken. Oh, jetzt gibt er Gas. Na toll. Aber einen Turm habe ich ja noch. So, 2000 hatte er. Ja, Durchschlag. Das waren jetzt irgendwie 1500. Ein Ausfall. Also da hat er nicht mehr viel. Und die vorderen Türme sind gleich wieder so weit. Und ich denke mal, der wird da stehen geblieben sein. Also einfach rein in den Nebel. Jo, da haben wir ihn. Basis verteidigt, noch ein Brand gelegt. Aber der hat nicht lang gebrannt.
So, und jetzt können wir uns natürlich auch um die anderen Schlachtschiffe wieder kümmern. Ja, wie schon zu erwarten, haben wir inzwischen natürlich auch unsere Budioni verloren. An der Mutsuki ist auch nicht mehr viel dran. Das ist auch nur noch ein Anflug von der Ranger. Unser König hat sich jetzt auch entschlossen, da mal ein bisschen mit ins Spiel einzugreifen. Fährt aber relativ breitseitig jetzt zu dieser Lyon. Oh, 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 oh. Dunkirk ist jetzt auch mit im Cap. Naja, 2277. Also auf jeden Fall sind wir vorne, weil wir sind noch zu fünft. Wir haben auch das Cap relativ lange da jetzt schon in Arbeit. Also mit anderen Worten, die Punkte ticken nur bei uns und nicht beim Gegner. Das bringt dann unter Umständen nachher auch den Sieg. Deswegen muss man natürlich auch sehen, dass man einen Gegner, der im Cap steht, da möglichst schnell raustreibt. Ein Ausfall, naja. Also, die Frage ist, wie kann ich jetzt, oh, die Ranger, also wie kann ich jetzt meinem Team hier am meisten helfen? Und natürlich ist das sehr, sehr verlockend. Vorderen zwei auf die Ranger und dann habe ich ja noch den hinteren und damit gehe ich jetzt auf die Lyon. Tja, Ausfall und Brand auf die Ranger, aber der brennt ja nicht lange. Nochmal 4,5 auf die Lyon. So, und der hat seine Türme komplett in eine andere Richtung. Oh, nochmal, die hat auch schon ordentlich gefangen. Komme ich da ran? Ja, die nochmal, die komme ich nicht ran. So, ja, der hat seine Türme tatsächlich komplett in Richtung Basis. Also mit anderen Worten, ich werde jetzt mal 5000 im Brand hier so ein Tactical Beaching machen. Denn wenn die Türme auf der anderen Seite sind, kann ich natürlich hier mal ganz schnell anhalten und das am ehesten eben, indem ich beache. Und dann rückwärts fahren, dann kann ich nämlich meine drei Türme wieder auf die Lyon einsetzen. Wer auch immer jetzt hier auf mich zielt, möglicherweise die Nagato. Ah, 6000, ja, das wäre natürlich jetzt auch genau richtig gewesen für AP. Aber da der ja sowieso gerade gebrannt hat und den Brand wohl gelöscht hat, jetzt brennt er auf jeden Fall nochmal durch die SEC. Ja, trotzdem wäre AP jetzt hier wohl die richtige Wahl gewesen. So, mal gucken. Das werden doch wohl die beiden vorderen Türme erledigen. Nein, nur 1200. Oh, 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 oh. So, und jetzt hat die Lyon unsere König tatsächlich runtergebrannt. Also der hat dann einmal ins Spiel eingegriffen und war auch ganz schnell raus. Tja, und jetzt ist es 3 gegen 3. Schnell noch einmal hinterher. Jo, Dunkirk hat jetzt die Lyon rausgeschossen. Oh, 2 Brände auf die Ranger. Oh, dann gibt es auch den Unterstützer. So, nochmal hinterher. Wo ist diese Nagato? Fuso wollte ich schon sagen. Nagato ist es. Und nochmal ein Brand. 2-2. Tja, aber die CVs brennen ja nur noch 5 Sekunden und dann hat sich das erledigt. Den kann man nicht runterbrennen. Also da muss man jetzt schon wirklich Brand für Brand für Brand setzen. So, Nagato, kommst du jetzt hier raus? Ja. So, einmal noch sehen. Na, da kommt AP. Jo, da war es dann auch geschehen um die Nagato. Hat die Dunkirk einmal richtig zugeschlagen. Tja, 3 gegen 1. Jetzt ist nur noch die Ranger im Spiel. Und die Frage ist, wie komme ich da jetzt am schnellsten ran? Also indem ich hier rückwärts fahre, bestimmt nicht. Ich will nur weit genug rückwärts fahren, um nicht jetzt hier vorne an der Insel hängen zu bleiben, wenn ich vorwärts fahre. Dann dauert das Ganze nämlich nochmal länger, weil ich dann wieder zurücksetzen muss. Also lieber ein Stückchen mehr zurück und dann passt das. Ist im Prinzip wie beim Ein- und Ausparken mit dem Auto. Man braucht halt ein bisschen Raum. Nur mit dem Schiff halt noch ein bisschen mehr. So, und dann ist jetzt die Frage, fahre ich jetzt an dieser Insel links oder rechts vorbei? Wenn ich mir das auf der Minimap angucke, könnte ich mir vorstellen, dass die Ranger weiter Richtung Norden fährt. Und dann müsste ich sie eigentlich erreichen, indem ich links an dieser Insel vorbeifahre.
dass ich da links oben drüber schießen kann. Weil wenn ich rechts dran vorbeifahre, dann ist möglicherweise diese Insel dann im Weg. Aber das ist jetzt eine 50-50-Entscheidung. Ach, und da ist die 50-50-Entscheidung, tja, gegen mich ausgefallen sozusagen. Der ist tatsächlich weiter Richtung Norden gefahren, aber sucht sein Heil in der Flucht da irgendwo in diesem Hafen, was auch immer das da ist, ja, zwischen diesen Inselvorsprüngen. Aber da sieht er auch relativ unbeweglich aus. Ja, da hat er auch schon ordentlich gefangen und jetzt ist er auch raus. Ja, das sah zwischendurch gar nicht mal so deutlich aus. Das ging ganz schön hin und her. 111.992 bei 58 Zieltreffern, 3 Flugzeuge haben wir abgeschossen, 7 Ausfälle erzeugt, 4 Schiffe zerstört, 10 Brände gelegt, 2-mal die Zitadelle getroffen, 2-mal die Basis verteidigt, 7-mal mit der SEC ausgeteilt, ein Schiff aufgeklärt, Unterstützer haben wir bekommen, Feuerfest haben wir bekommen und Dreadnought haben wir bekommen. So, 3 Auszeichnungen, ist doch auch was Schönes. Gucken wir mal in die Teamwertung, was das denn so sagt. Oh ja, erster mit 1978, deutlicher Vorsprung vor dem zweiten. Ja, interessant. Aber gucken wir nochmal genauer hin. Also Furutaka haben wir versenkt, Atlanta haben wir versenkt, Fubuki haben wir versenkt und Podwojski haben wir versenkt. Also 2 Kreuzer und die beiden Zerstörer. Ja, ich sag mal, alles richtig gemacht. Hauptbatterie 96.000. 38.000 über HE, 58.000 über AP und 14.800 über Brände. Naja, 800.000 potenziellen Schaden haben wir auch kassiert. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Und 19 Minuten 39 hat das Ganze gedauert. Wenn es dir gefallen hat, was du gesehen hast, gib dem Video doch einen Daumen hoch. Abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Schau auch gerne mal auf Twitch rein, wenn ich live online bin. Link findest du in der Videobeschreibung. Schreib gerne in die Kommentare, was du so von der Nelson hältst. Tja, und dann freue ich mich aufs nächste Mal.